Leute, und was geht ab zu einem neuen Video bei Inside PyroWeb? Heute schießt Nico Europe bei der größten Kirmes am Rhein in Düsseldorf das große Feuerwerk. Wir stehen bereits schon live auf dem Abbrenner von Nico Europe und haben auch gleich die Möglichkeit, ein paar Crewmitglieder zu interviewen und ihnen ein paar Fragen zu der derzeitigen Situation zu stellen. Im Jahre 2019 müssen wir dennoch damit rechnen, dass der Stadtrat hier bald einen Riegel vorsitzt. Die WAZ veröffentlichte am 4.7. einen Bericht, der erahnen lässt, dass Düsseldorf über einen Klimanotstand nachdenkt. Wenn wir den Zahlen trauen dürfen, dann hätten wir Feuerwerksbegeisterte eigentlich einen entspannten Schlaf. Denn vergangene Woche bei dem Festival Kölner Lichter, das bei 5 Tonnen Pyrotechnik ein CO2-Wert von 46 Kilogramm produziert hat, das ist so wenig, dass ich schon wieder lachen muss. Denn allein die 300.000 Besucher produzierten in den 30 Minuten Feuerwerk weit mehr als 300 Kilogramm CO2. Sollten wir da dann nicht lieber die Besucher abschaffen, als statt das Feuerwerk? Alternativ zum Feuerwerk der Rheinkirmes wurde eine Lasershow hervorgesehen. Die Grünen begrüßten diesen Vorschlag natürlich. Ja gut, ich bin natürlich Pyrotechniker, Laser, klar, schöne Lasershow. Meiner Meinung zu einer Unterstützung sehr geeignet, wenn man ein Medium dafür hat. Aber 25 Minuten Lasershow in Düsseldorf, glaube ich, kommt nicht so gut an auf diese riesen Entfernung. Weil nach 15 Minuten schlafen die Leute mehr oder weniger ein. Ne? Ja. Wir bauen hier jetzt seit heute Morgen 9:30 auf. In der Zeit fahren 300-400 Schiffe den Rhein rauf und runter, ziehen eine riesen Rußwolke hinter sich her. Und wir diskutieren jetzt hier über 300 Gramm Feinstaub, den wir heute Abend produzieren, um hier 600.000 Leute glücklich zu machen.